dann steigen wir ein in die weitere Tagesordnung, haben den Tagesordnungspunkt 3, Aktuelle Stunde zum Thema Schulen in Dresden, Zeit und Frist gemäß gestalten und bauen. Einreicher ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie würden beginnen und dann in der Fraktionsrunde startet die CDU-Fraktion. Frau Schonetzki, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss mal noch kurz mit dem Mikro kämpfen, liebe Mitglieder der mehr als 100 Schulgemeinschaften hier in der Landeshauptstadt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor welchen aktuellen und kurzfristigen Herausforderungen steht die Stadt Dresden als Schulträger? Und es ist eine unserer zentralen kommunalen Aufgaben, Schulträger zu sein und da auch entsprechende Leistungen zu bringen. Die Frage, vor welchen Herausforderungen wir stehen, wurde vergangene Woche auf einer bemerkenswerten Veranstaltung ausführlich im Beisein der Zuständigen, des Oberbürgermeisters Herrn Hilbert und des Bildungsbürgermeisters Herrn Dohnhauser, diskutiert. Es war die Gründungsveranstaltung des Amtes für Schulen. Dieses Amt, so das Versprechen, soll nun endlich der Hebel sein, der die Beschleunigung des Schulbaus voranbringt. Der Oberbürgermeister hat diese Beschleunigung bereits im Rahmen der Vorbereitungen der Haushaltsberatung 2020 vollmundig angekündigt. Seit Sommer 2020 wurden die Maßnahmen scheinbar umfangreich in der Verwaltung, aber keinesfalls transparent für den Stadtrat diskutiert. Die Transparenz bezieht sich stattdessen in der Regel auf eher kleinteilige Einzelprojekte, zu denen in schöner Regelmäßigkeit neue Ideen und Vorplanungen präsentiert werden. Beschlussreife Planungen wiederum fehlen an vielen Stellen. Bei den großen Brocken, unter anderem dem BSZ Agrar, da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen heute da, herzlich willkommen, und auch bei der 101. Oberschule auf der Kockerwiese, wie heute auch in der DNN nochmal zu lesen war, sind wir in den letzten Jahren kaum vorangekommen. Selbst um die rechtzeitige Installation der dringend notwendigen Container als Ausweichlösung müssen sich die Schulgemeinschaften sorgen, und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein unhaltbarer Zustand. Das Amt für Schulen ist das investitionsstärkste Amt, was wir in Dresden haben. Auch das wurde letzte Woche deutlich gesagt. In den kommenden 5 Jahren sollen dreistellige Millionenbeträge in 60 Schulen verbaut werden. Ich als Stadträtin erwarte mir da tatsächlich solides Fördermittelmanagement zum Wohl dieser Stadt. Denn jeder Euro, der nicht aus dem städtischen Haushalt kommen muss, kann für andere wichtige Projekte in dieser Stadt eingesetzt werden. 100.000 Fördermittel beispielsweise, die uns 2019 für Schulbauten vom Freistaat zur Verfügung gestellt wurden, haben heute gerade im Baugeschäft nicht mehr annähernd den Wert, den sie 2019 hatten. Hier fehlt es aber, so meine Perspektive aus den jetzt 2,5 Jahren Bildungsausschuss, ganz offenbar an Steuerung, und zwar von oben, vom Oberbürgermeister. Wir schieben Millionenbeträge als Ausgabenreste vor uns her und können sie nicht verbauen. Begründet wird das immer wieder mit fehlenden erforderlichen Planungsleistungen. Ja, wenn das eine Ressourcenfrage, sprich eine Personalfrage ist, dann ist die Lösung eben besseres Ressourcenmanagement. Es ist in so einem wichtigen Segment natürlich Aufgabe des Oberbürgermeisters, Entwicklungen und Prozesse zu monitoren und in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit allen beteiligten Beigeordneten zu steuern. Stattdessen werden hier in Dresden immer wieder Dinge angedacht und dann nach Gutsherrenart doch verworfen und neu geplant. So geschehen beispielsweise beim Gymnasium Bertolt Brecht. Während dieser verlorenen Zeit stellen sich dann wiederum neue Schulbauprojekte in der Reihe an. Beispiel hier wäre die Universitätsschule, ein Vorzeigeprojekt, die mit ihrem pädagogischen Konzept ganz dringend auf eine adäquate räumliche Bedingung angewiesen ist. Und das war auch schon zur Gründung der Universitätsschule 2019 klar. Trotzdem sind wir dort bisher wenig vorangekommen. Gleichzeitig ergeben sich neue Herausforderungen. Eine große Zahl an Schulen wird in den kommenden Jahren brandschutztechnisch relevant. Wir haben keine alternativen Schulgebäude, auf die wir einfach ausweichen können. Wir können im schlimmsten Fall dem Entzug einer Betriebserlaubnis nicht entgehen. Hier würde ich die Verwaltung nachher in ihrem Statement auch nochmal um eine Einschätzung bitten, wie viele Schulen das tatsächlich in absehbarer Zeit betreffen wird. Der Stadtrat in Dresden hat in Sachen Schulbau geliefert. Wir haben eine Schulbauleitlinie, die gerade zur Evaluation vorliegt. Wir haben Beschlüsse zur Öffnung der Schulhöfe in der Nichtschulzeit und Ferienzeit. Wir haben derzeit nochmal neu die Schulhofgestaltung auch unter klimagerechten Prämissen in der Bearbeitung. Wir sind als Stadtrat immer wieder kompromissbereit, wenn Planungen zur Entscheidung vorgelegt werden, auf neue Erfordernisse einzugehen.
Wir sehen die dringende Notwendigkeit, Schulsekretariate besser zu besetzen und haben entsprechende Beschlüsse getroffen. Es hängt immer wieder zuerst an der Verwaltung, die Beschlüsse zügig und effektiv umzusetzen. Das schadet der Stadt. Baukosten steigen ins Unermessliche. Es entstehen einzelne, besonders schöne Leuchttürme und alle übrigen Schulgemeinschaften fühlen sich zurückgesetzt, wenn bei ihnen beispielsweise minimale Maßnahmen zur Lärmminderung mit dem Verweis auf Kosten und Aufwand abgelehnt werden. Was wir also brauchen, und damit komme ich zum Schluss, wenn wir in und um Schulen in Zukunft und für die Zukunft bauen, wir brauchen mehr Verlässlichkeit in der Umsetzung. Wir brauchen Zeitpläne, die den personellen Möglichkeiten der Verwaltung entsprechen und konsequentes Outsourcing der Leistungen, die beispielsweise die Stesat als städtisches Unternehmen übernehmen kann. Das spart Zeit und Geld und beides brauchen wir, denn es gibt in den Schulen in Dresden auch in den kommenden Jahren noch sehr viel zu tun. Vielen Dank. Wir starten in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU. Herr Dietze. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wer bauen will, braucht neben einer guten Planungsorganisation vor allen Dingen Geld. Wer jetzt bauen will, braucht sogar viel Geld. Wer allerdings gut plant, spart Zeit und Kosten. Dies, so die Kritik, ist noch nicht optimal und benötigt mehr Dialog. In politischer Manier wird dabei natürlich nicht auf die Vorhaben geschaut, die trotz Corona-Krise positiv laufen oder gerade gelaufen sind. Im vergangenen Jahr hat die Renovierung und Sanierung dutzender Schulen in Dresden begonnen, beziehungsweise konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. In Summe wurden rund 90 Millionen Euro in die kommunalen Schulen investiert. Als Beispiel können hier genannt werden das Gymnasium Dresden-Plauen und das Gymnasium Dresden-Klotzsche, das BSZ Professor Zeigner, das BSZ Franz Ludwig Gehe, die 151. Gemeinschaftsschule, die 76. Oberschule, die 8. und 85. Grundschule und eine große Anzahl von Turnhallen. Auch in diesem Jahr sollen um die 125 Millionen für fast 50 Vorhaben verbaut werden bzw. angefangen zu verbauen werden. Aber schauen wir auf die angeführten Negativbeispiele, schauen wir auf die 101. Oberschule, deren Umplanung nach dem Wegfall der Grundschule, welche von allen Fraktionen getragen wurden, ein neuer B-Plan bedarf. Hier sind natürlich die Bürgermeisterämter von Bildung und Bau gefragt, diese auch im Bälde herbeizuführen, damit auch die Schule verlässliche Informationen erhalten kann. Und schauen wir auf das BSZ Agrar, das aufgrund von Priorisierung anderer Schulbaumaßnahmen, und hier möchte ich nochmal anmerken, wir haben hier alle immer als schulpolitische Sprecher zusammengesessen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Herr Donhauser dort agiert hat, wie Bismarck und Politik nach Gutsherrenart betrieben hat. Okay, also noch. Wir haben das BSZ Agrar aufgrund Priorisierung anderer Vorhaben nach hinten angestellt. Das ist richtig so, aber das ist halt vom ganzen Rat getragen worden. Es ist aber hier auch bereits die Planung in Gang und im Sommer wird sie höchstwahrscheinlich abgeschlossen sein. Außerdem ist hier zur Beschleunigung der Maßnahmen auf Vorschlag der Verwaltung und der Stesat als GÜ vom Rat beauftragt worden. Natürlich sind diese Projekte aus den unterschiedlichsten Gründen mit Verzögerungen verbunden und natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir generell Schulbaumaßnahmen beschleunigen können. Doch auch dazu sind bereits wichtige Schritte gegangen worden. Einer ist bereits genannt worden. Mit der Gründung des Amtes für Schulen in diesem Jahr ist eine Verwaltungseinheit geschaffen worden, die in Zukunft effizient Schulbaumaßnahmen den Dialog mit den Schulen begleiten wird, wenn es gelingt, in diesem Amt die entsprechenden Kompetenzen zu bündeln. Als weitere Maßnahmen ist ausgehend von unserem Antrag und dem interfraktionellen Ersetzungsantrag die Voraussetzung für eine Dialogplattform geschaffen worden, um Planungsvorhaben und Raumstandards mit Blick auf Kostenentwicklung bei Neubau und Sanierung effizienter zu gestalten. Gleichzeitig möchte ich zu bedenken geben, dass die geforderte Nachhaltigkeit bei Schulbaumaßnahmen sinnvoll, jedoch auch planungsaufwendig und kostenintensiver sind. Damit wären wir wieder beim Thema Geld angekommen. Ich kann mich noch gut an die Streichung in der letzten Haushaltsdebatte erinnern, als der Geschäftsbereich Bildung im ersten Entwurf mit fast 50 Millionen am stärksten von den Streichungen betroffen war. Damals habe ich mich gefühlt wie Cato, nicht weil ich ein so brillanter Redner bin, auch nicht weil ich die Zerstörung Karthagos gefordert habe, aber zumindest in jeder Rede darauf hingewiesen haben, dass wir mehr Geld für Schulbaumaßnahmen benötigen. Ich bin gespannt auf die bevorstehenden Haushaltsverhandlungen, ob dann den Wort für ein Mehr und Besser in Schulbaumaßnahmen auch Taten folgen,
Dann sind die haushaltsgebenden Fraktionen gefragt und werden sehen, ob der Schwur auf bessere Bildungsvoraussetzungen auch hält. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion, Herr Kilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die nicht ganz so zusammenpassen. Da haben wir zum Beispiel die zwei Stichpunkte zur Vorbereitung dieser Aktuellen Stunde. Der eine Stichpunkt: vor welchen aktuellen und kurzfristigen Herausforderungen steht die Landeshauptstadt als Schulträgerin? Und der zweite Stichpunkt: wie kann die Umsetzung erfolgter Beschlüsse und die Inanspruchnahme von Fördermitteln optimiert werden, damit alle Dresdner Schüler modern und gut ausgestattet und sichere Schulen lernen können? An sich eine schöne und schöne Sache. Aber die Begründung, die dazu hinten mit angeschlossen ist, passt jetzt nicht ganz inhaltlich zu dem, was dort vorher angesetzt wird. Und da habe ich einen Verdacht gehabt, und dieser Verdacht hat sich in der Einbringung von der Kollegin von Bündnis 90 Die Grünen tatsächlich bestätigt. Aber wir wollen natürlich sinnvoll diese Punkte begehen. Da gehen wir zum ersten Stichpunkt. Vor welchen aktuellen und kurzfristigen Herausforderungen steht die Landeshauptstadt Dresden als Schulträgerin? Da muss ich mich fragen, sind die Grünen nicht im Bildungsausschuss vorbei? Hören die nicht zu oder verstehen die nicht, was da gesagt wird? Der zweite Punkt ist: wie kann die Umsetzung erfolgter Beschlüsse und Anspruchnahmen und so weiter und so fort? Da gibt es was ganz Einfaches. Und zwar, wenn wir Beschlüsse fassen, gibt es dann eine Beschlusskontrolle. Diese kann man da nochmal nachlesen, da kann man auch nachhaken, man kann Fragen stellen. Diese Punkte sind damit eigentlich abgearbeitet. Und jetzt stellt man doch die Frage, warum wird so ein Thema jetzt hervorgebracht? Wenn Sie sich erinnern können, liebe Dresdner, vor nicht allzu langer Zeit hat die AfD-Fraktion über Obdachlose in der Kaltzeit gesprochen. Und da wurde uns vorgeworfen, es gebe keine neuen Erkenntnisse, es gebe nichts Besonderes, was jetzt neu hinzukommen würde. Wo sind die neuen Erkenntnisse, die jetzt kommen sollen? Im Grunde genommen dieselbe Situation. Aber kommen wir zu dem Verdacht, den ich hegte. Und zwar, wir haben vorhin gehört von der Einbringung, vollmündig angekündigt, es fehlt an großen Stücken. Die Steuerung vom OB funktioniert nicht nach Gutsherrenart. Liebe Dresdner, Sie erleben gerade OB-Wahlkampf. Allerdings kein OB-Wahlkampf, wie er eigentlich sein sollte, nach der Devise, das ist unser Kandidat, der ist gut, der kann das. Nein, es wird ein Negativ-OB-Wahlkampf gemacht, in dem der Oberbürgermeister schlecht gemacht wird. Und ich muss dazu sagen, eine Aktuelle Stunde sollte man für wirklich vernünftige Zwecke benutzen und nicht für so ein billiges Getue. Vielen Dank. So, wir kommen zur nächsten Fraktion, Die Linke, Frau Appel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, welche aktuellen und kurzfristigen Herausforderungen gibt es zurzeit? So die Frage. Die derzeitige aktuellste Herausforderung ist es wohl, die 1574 ukrainischen Schülerinnen mit einem Schulplatz zu versorgen. Das heißt, Klassen an bestehenden Schulen zusätzlich aufzunehmen und den Standort Höckendorfer Weg für 16 Klassen soweit mit dem Notwendigsten zu versorgen, dass dort Unterricht möglich ist. Das heißt aber auch vernünftige Internetanbindung und die Ausstattung mit Schulmöbeln bei einer Lieferwartezeit von 12 Wochen. Dabei darf der Baubeginn für den Höckendorfer Weg trotzdem nicht verzögert werden, denn der Aufwuchs an Klassen in der Unischule macht einen pünktlichen Baubeginn absolut notwendig. Diese Situation war nicht voraussehbar oder planbar. Ich habe den Eindruck, dass Bildungsbürgermeister Donhauser mit der Amtsleiterin Frau Dr. Düring und dem Amt diesbezüglich eine gute Arbeit leistet. Eine Herausforderung war die Corona-Zeit und damit verbunden die Hoffnung auf einen wirklichen Schub beim Thema Digitalisierung.
Wartezeiten für die Schulen bis 2024 gehen einfach gar nicht. Als Linke fordern wir eine klare Bevorzugung der Schulen, die eine besondere Verantwortung für die Schülerinnen übernehmen. Zum Beispiel die 117. Grundschule, die 46. Oberschule, die 135. Grundschule und ich könnte jetzt noch einige weitere nennen und dem Amt sind diese auch ganz klar bekannt. In der Vergangenheit wurden von der Dresdner Stadtspitze vor Oberbürgermeister Hilbert im Verbund mit dem sächsischen Kultusministerium, damals beides von der CDU geführt, große Fehler gemacht. Schulschließungen, Grundstücksverkäufe, kaum Sanierung von Schulen. Jetzt tragen wir diese Schulden ab mit der verzweifelten Suche nach Grundstücken, dann sehr teuer erkauften Grundstücken. Wir haben das von den beiden Vorrednern, Herrn Dietze und Frau Schanetzke, gehört. Um der Nachfrage gerecht zu werden, bauen wir riesige und kostenintensive Schulen. Denn auf einer möglichst kleinen Grundfläche sollen viele Schulplätze entstehen. So kommen wir in der Sanierung längst nicht so voran, wie es notwendig wäre. Ja, wir rennen oft nur hinterher, um Schließungen wegen Brandschutzmängeln zum Beispiel zu verhindern. Was früher eine kleinere Maßnahme war, wird jetzt eine teure Angelegenheit, weil nur wenige Unternehmen, wenn überhaupt, sich an der Ausschreibung beteiligen und wir oft das Vielfache dessen bezahlen, was ursprünglich geplant war. Das Gymnasium Leo, bereits vorgegründet, soll einen neuen Standort an der Bodenbacher Straße bekommen. Die Entwürfe waren sehr schön, aber extrem teuer, sodass Streichungen vorgenommen werden mussten. Der Standort mit den Eingaben von den Anwohnern sehr schwierig in der Umsetzung. Diese Prozesse sind langwierig und schwierig. Jetzt sind die Baukosten so enorm gestiegen, dass wir wohl am Ende doch so viel Geld planen müssen, wie wir das nicht wollten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch gut bauen können. Ein sehr gelungener Bau ist der Schulstandort Gehestraße, der seine Sportflächen auch den Anwohnern öffnet und Schülerinnen wiederum öffentliche Grünflächen nutzen können. Die Digitalisierung wird an diesem Standort im Schulalltag wirklich umgesetzt. Das wünschen wir uns für alle. Und da kommen wir zu der für die Linken wichtigsten, aber eben nicht kurzfristig zu lösenden Herausforderung. Wie erreichen wir Bildungsgerechtigkeit? Wie erreichen wir, dass die Kinder und Jugendlichen in manchen Stadtteilen nicht abgehängt werden? Wie können wir durch gezielte eingesetzte Ressourcen und in der Zusammenarbeit mit dem Land diese Standorte besonders fördern, damit die Kinder und Jugendlichen dort die gleichen Chancen haben? Daran müssen wir dringend arbeiten, gemeinsam und alle. Sozial engagierte Vereine vor Ort, Verwaltung, Eigenbetrieb, Kita, Politik, Bildungsausschuss, Bildungsbeirat und die Schulen. Wir erleben das zum Teil am Beispiel der 117. Grundschule, die uns immer wieder zwingen, an ihren Tisch zu kommen und gemeinsam zu beraten. Das ist die Kernfrage der Bildungspolitik für die Zukunft, Bildungsgerechtigkeit. So, als nächstes die SPD, die hat ihr Rederecht an Frau Unger abgetreten. Liebe Frau Unger, kommen Sie bitte nach vorne und auch Sie haben 5 Minuten Rederecht. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aladdin und die Wunderlampe. Ich möchte Ihnen jetzt kein Märchen erzählen. Nein, das ist, und Sie erfahren es exklusiv als Erste, unser diesjähriges Theaterstück beim Sommertheater in Altrosthal. Wir gehen in die 13. Theatersaison. Die ersten Kartenbestellungen sind schon eingegangen, obwohl noch nicht einmal bekannt ist, welches Stück aufgeführt wird. Seit 4 Jahren stehe ich jeden Abend am Theatereinlass. Da kommt das Rentner-Ehepaar 3 Straßen um die Ecke und sagt, wir kommen jedes Jahr. Da kommt die Mitarbeiterin des Amtes für Schulen, die uns sonst neue Stühle organisiert. Sie kommt mit ihrer Familie und Freunden und sagt, es ist so toll, dass sie es als Schule schaffen, Jahr für Jahr so etwas auf die Beine zu stellen, noch dazu als Berufsschule. Und da kommt der ältere Herr, der sagt,
Hier habe ich 1962 Agrotechniker mit Abitur gemacht. Ich erkenne alles wieder. Apropos, ich erkenne alles wieder. Am 11. April 2019 hatte ich bereits die Gelegenheit, Ihnen den Zustand unseres BSZ in Altrostal darzulegen. Ich könnte Ihnen jetzt dieselben Bilder noch einmal zeigen. Sie mitnehmen in die Klassenzimmer der Landwirte, in die Turnhalle, in der 28 Gärtner-Azubis Sport machen sollen. Der Wärmehaushalt im Haus 2 wird nach wie vor über Fenster auf, Fenster zu geregelt. Als Schulgemeinschaft sind wir vor 3 Jahren mit dem Beschluss gegangen, der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Sanierung des Standortes Altrostal unverzüglich voranzutreiben und ein Konzept zur Weiterentwicklung des Standortes vorzulegen. Und wir sind mit ganz viel Hoffnung gegangen, mit ganz viel Vertrauen in die Stadtpolitik. Wo stehen wir jetzt? Was ist aus dem Stadtratsbeschluss geworden? Meine Kolleginnen, die Schülerinnen fragen. Sie sagen offen, dass ihr Vertrauen in die Stadtpolitik am seidenen Faden hängt. Manch einer, und man darf ja nicht vergessen, dass es auch vor 2019 schon viele Planungsphasen, schon viele Versprechungen gegeben hat, hat inzwischen das Vertrauen in die Stadtpolitik verloren. Die Hoffnung will ich aber nicht aufgeben. Wir haben uns mit noch mehr Elan an unsere Aufgaben als Schule gemacht. Viele von Ihnen kennen Altrostal. Wir sind mehr als schwierige Lernbedingungen. Was haben wir in den vergangenen 3 Jahren geleistet? Wir haben unseren Garten der Nachhaltigkeit ausgebaut, nutzen ihn intensiv als Lernort, führen Projekttage mit Oberschülern und Grundschülern durch. Mit dem Streuobstwiesenprojekt, der Apfelpresse und dem Hoffest sind wir regional verankert. Seit 2020 dürfen wir das Signet Klimaschule tragen, sicherlich nicht für die Heizung im Haus 2. Dieses Signet Klimaschule dürfen nur 23 Schulen in ganz Sachsen tragen. Wir sind eine davon. Aktuell modernisieren wir in Eigeninitiative und mit finanzieller Unterstützung des Stadtbezirks unser Gewächshaus und bewerben uns beim Eco-Zukunftspreis für die Finanzierung einer Fassadenbegrünung mit Sichtschutz zwischen den mobilen Raumeinheiten. Meine Kollegen kommen gerade aus Altrostal. Sie haben den Green Day für morgen vorbereitet. 400 Oberschüler sind zu Gast und beschäftigen sich mit Ausbildungsinhalten der grünen Berufe. Dank der mobilen Raumeinheiten haben wir inzwischen auch wieder genügend Klassenräume. Ich bin immer noch beim Thema der Aktuellen Stunde, Schulen zeit- und fristgemäß gestalten und bauen. Wir als Schule spüren ein fraktionsübergreifendes Bekenntnis zu Altrostal und dafür danken wir Ihnen allen sehr. Viele von Ihnen interessieren sich in den sozialen Medien für unser Schulleben, besuchen auch unser BSZ. Bei der Teilschulnetzplanung haben Sie uns alle unterstützt. Die Digitalisierung zeichnet sich mit Passivausbau ab und am 9. Mai wird eine Gesprächsrunde zu Altrostal im Amt für Schulen sein. Diese positiven Signale nehmen wir gern auf. Die gute Kommunikation mit Herrn Donhauser und Frau Dr. Düring und der Schwung, die Innovationskraft des neuen Amtes für Schulen lassen uns aktuell optimistisch stimmen. Im Sinne der Dresdner Nachhaltigkeitsstrategie könnte Altrostal ein Beispiel für modernen und zukunftsweisenden Schulbau sein, der Tradition aufnimmt, attraktive und zeitgemäße Lehr- und Lernbedingungen schafft. Unsere Schüler in der dualen Berufsausbildung sichern uns regional die Nahrungsmittelversorgung als Land- und Tierwirte. Unsere Schüler erfreuen Dresdner und Touristen durch die Gestaltung öffentlicher Plätze mit floralen Meisterwerken. Unsere Schüler lassen die Herzen auch ihrer Kinder und ihrer Enkel beim Thema Pferd höher schlagen. Duale Berufsausbildung, Schule braucht Verlässlichkeit. Wir brauchen verlässlich die unverzügliche Umsetzung des Stadtratsbeschlusses. Wir brauchen einen Stadtratsbeschluss für die Beauftragung der Stesat.
Wir brauchen die Realisierung baulicher Maßnahmen bis 2024, denn dann ist die Evaluation des Teilschulnetzplans. Aladdin und die Wunderlampe. Die Premiere ist verlässlich am 7. Juni und es wird verlässlich gut ausgehen. Geben Sie Alt-Rostal eine Zukunft. Lassen Sie es nicht zu Märchen werden. Geben Sie uns die Chance, Schule mit Zukunft, Schule der Zukunft zu sein. Wir kümmern uns um den Inhalt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Unger. Dann kommen wir weiter zur nächsten Fraktion, der FDP-Fraktion, Herr Hase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema Bildung gehört zu den zentralen Fragen unserer Gesellschaft. Da sind wir uns sicherlich im Saal ja alle sehr einig. Und was diesbezüglich für Deutschland gilt, gilt natürlich auch ganz speziell für Dresden. Gute Bildung sorgt jetzt und in der Zukunft für die notwendigen Voraussetzungen, um in einer globalisierten Welt bestehen zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben. Dresden ist diesbezüglich seiner Verantwortung als Kommune vorbildlich nachgekommen und hat in den letzten Jahren sehr viel Geld in den Ausbau der Schulinfrastruktur gestellt. Allein im Doppelhaushalt 2021-22 wurden 248 Millionen für Investitionen in die schulische Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Dies entspricht ca. 40% der gesamten städtischen Investitionsmittel. Das Schulverwaltungsamt hat damit das deutlich höchste Investitionsniveau im aktuellen Doppelhaushalt, weit übrigens vor dem Straßen- und Tiefbauamt auf Platz 2, das sich gerade einmal mit 69 Millionen bescheiden muss. Voraussetzung für diese großzügigen Investitionen, von denen Kommunen in den anderen Teilen Deutschlands nur träumen können, sind die durch den WOBA-Verkauf erreichte Schuldenfreiheit der Stadt und natürlich die erfolgreiche Wirtschaftspolitik unseres Oberbürgermeisters, die in den letzten 7 Jahren zu einer Verdopplung der Gewerbesteuereinnahmen geführt hat. Es kann also niemand behaupten, Dresden lasse sich die Bildung nichts kosten. Dass momentan nicht schnell genug gebaut werden kann, hat zum einen mit aktuellen Engpässen im Baugewerbe zu tun, zum anderen mit den immer weiter nach oben geschraubten Ansprüchen und Standards. Natürlich kann man bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit auf mehr Nachhaltigkeit pochen. Und ja, klimagerechtes Bauen ist natürlich etwas Schönes. Man sollte dabei jedoch nicht vergessen, dass derartige Upgrades immer viel Geld kosten und den Abschluss von Baumaßnahmen natürlich verzögern. Manchmal wäre es vielleicht ein bisschen mehr und besser Bescheidenheit und Pragmatismus zu zeigen. Nach vielen Jahren des Schulneubaus gilt es nun, politisch neue Schwerpunkte zu setzen und Dinge zu priorisieren. Denn auch andere Themen in dieser Stadt bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Ich denke da zum Beispiel an den Investitionsstau im Bereich Sport. Wie diese Prioritätensetzung aussehen können, werden die kommenden Haushaltsverhandlungen in wenigen Monaten zeigen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr um die Schulen kümmern müssen. Und zu Recht weisen die Antragsteller der heutigen Aktuellen Stunde auf notwendige Instandhaltungsmaßnahmen hin. Die Erhaltung der vorhandenen Gebäudesubstanz, Brandschutzfragen und die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sind selbstverständlich wichtige Themen, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Darüber hinaus geht es darum, die Digitalisierung nun endlich einmal mit dem entsprechenden Nachdruck voranzutreiben. Und dazu habe ich bisher wenig gehört in den Redebeiträgen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie groß die Defizite in vielen Bereichen noch immer sind. Und das betrifft auch und ganz besonders die Schulen. Wir Freien Demokraten fordern schnellstmöglich die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht in allen öffentlichen Schulen im Dresdner Stadtgebiet. Zukünftig darf sich keine Lehrkraft mehr die Frage stellen müssen, ob sie im Unterricht auf digitale Lehrmittel verzichtet oder notgedrungen private Ressourcen einsetzt, nur weil nicht genügend Endgeräte oder Lizenzen an den Schulen vorhanden sind. Wir fordern die Stadtverwaltung auf, die Schulen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur konzeptionell, baulich und personell zu unterstützen. Die zuständigen Verwaltungskräfte müssen hinreichend geschult werden, um die Schulen bestmöglich bei der Anschaffung von Hardware, beim Erwerb von Software und dem Einsatz digitaler Lehrmittel beraten zu können. Dabei sollen insbesondere bestehende Förderprogramme genutzt und verstärkt Projektschulen ausgewiesen werden. Jede Schule
muss umgehend mit einem Breitbandanschluss in mittelfristiger ausreichender Leistungsfähigkeit ausgestattet werden. Bei Neubauten oder grundlegenden Sanierungsmaßnahmen ist eine strukturierte Verkabelung einzuführen, um moderne WLAN-Technik zu installieren. Darüber hinaus soll an den Schulen ab einer Größe von 500 Schülern mindestens ein fachmännischer IT-Administrator während der täglichen Unterrichtszeit anwesend sein. Die bisherige Praxis, die Administration der lokalen Schulnetzwerke durch ein kommunales Unternehmen auf Abruf zu organisieren, hat sich leider nicht bewährt. Aufgabe der Pädagogen ist nämlich die Planung und Durchführung des Unterrichts und nicht die Installation und Wartung von digitalen Lehrmitteln. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, gibt es noch eine Menge zu tun, wenn wir über die Zukunft und vor allem über die Zukunftsfähigkeit der Bildung in unserer Stadt sprechen. Dies alles muss sich jedoch, und das sei an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich betont, in das Gesamtgefüge der kommunalen Aufgaben einordnen und mit einer entsprechenden Priorisierung einhergehen. Ich bin aber optimistisch, dass wir diese Aufgabe gemeinsam erfolgreich lösen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes für die Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zwei Dinge. Inhaltlich hat Frau Apel schon alles gesagt. Und zu dieser aktuellen Stunde, meine Fraktion, ich selber, sehe nicht im geringsten, was an diesem Thema, was unumwunden ausgesprochen wichtig ist, was hieran jetzt wirklich tagesaktuell ist. Das Einzige, was tagesaktuell ist, hat Frau Apel auch gebracht. Das sind jetzt die ukrainischen Schülerinnen und Schüler, die hier sind und die uns vormachen, wie selbstverständlich man halt Online-Unterricht mit seiner Schule in Odessa macht. Aber abgesehen davon sehe ich hier wirklich nichts Aktuelles und deswegen möchte ich nicht weiter unsere Lebenszeit hier verplempern. Dankeschön. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die Freien Wähler, Herr Nitsche. Okay, dann kommen wir zum Abschluss für die Verwaltung, Herr Thunhausen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen natürlich liebe Frau Unger, sehr geehrter Oberbürgermeister, ein bisschen müssen Sie mich, lieber Herr Schulte-Wissemann, dann doch ertragen, weil ich es durchaus als angemessen empfinde, zu diesem Thema auch die Perspektive der Verwaltung darzustellen, weil es, glaube ich, mit einer der größten Gemeinschaftsaufgaben ist von Verwaltung, von Stadtrat, aber auch von den beteiligten und betroffenen Schulen, die wir in der vergangenen Zeit, aber vor allen Dingen vorausschauend in künftiger Zeit in unserer schönen Landeshauptstadt Dresden leisten müssen. Und deswegen möchte ich auch zu Beginn mich ganz ausdrücklich bei allen bedanken, bei meinen Kollegen Frau Jening oder Herr Kühn, die ja wesentliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Genehmigungsbehörden entsprechend mit an den Start bringen. Natürlich Herr Dr. Lames, den ich vielleicht dann nach Abschluss meines Redebeitrags ein graues Haar mehr bereitet habe. Vielen Dank für die Bereitstellung in der Recherche. Zu der heutigen Aktuellen Stunde habe ich ein Interview des Oberbürgermeisters vom 9.09.2015 gefunden, wo getitelt wurde, ich sehe nur ein Thema, Schulen, Schulen, Schulen. Und da muss ich ganz eindeutig sagen, herzlichen Dank an den Oberbürgermeister, herzlichen Dank an meine Kollegen, herzlichen Dank an den Stadtrat, die das bisher so gut unterstützt haben. Und das sage ich natürlich nicht ohne Eigennutz, auch als Lehrer, der ich nun einmal bin, zu motivieren, diese wichtige Aufgabe bei den künftigen Haushaltsberatungen auch entsprechend weiter als eine der obersten Prioritäten mit zu betrachten. Vielleicht kurz ein paar Fakten noch. Wir werden demnächst in den Stadtrat einbringen, liebe Frau Unger, das, was das BSZ zu Recht fordert, den Vorschlag zur Beschlussfassung zur Generalübernehmerschaft BSZ Rostal an die Stesat. Das Gleiche gilt für die 49. Grundschule. Wir werden Beschlussvorlagen einbringen zum, und das meine ich alles vor der Sommerpause, zum Gymnasium Leo, zur Erweiterung der 16. Grundschule und auch zur Komplettierung des Schulstandortes am Schilfweg, wo wir noch bekanntermaßen eine Schulsporthalle brauchen. Vielleicht ganz kurz zum Brandschutz, liebe Frau Scharnetzky.
Wir haben dieses Jahr im Haushalt 2,4 Millionen Euro stehen, wollen das in den nächsten Jahren auch fortschreiben. Die größten Herausforderungen sind hier die Typ-Dresden-Schulen, die wir dort betrachten müssen. Im Übrigen haben wir dankenswerterweise auch neben der Unterstützung im Bauaufsichtsamt auch Herrn Rumpel, der uns allen noch sehr gut bekannt ist, gewinnen können, der uns bei dieser Aufgabe ehrenamtlich unterstützt. Vielleicht sieht er das heute, also auch dann nochmal herzlichen Dank dafür. Und ein weiteres Beispiel ist die Oberschule Pieschen, die wir jetzt doch anfassen müssen. Vorgestern Abend erst mit dem Elternrat gesessen haben, dort ungefähr 3,5 Millionen Euro in die Hand nehmen werden, um brandschutztechnisch da voranzukommen und aber auch eine gute Lösung für die Schule brauchen, um die entsprechend dann auch auslagern zu können. Was die Strukturveränderung angeht, wurde schon gesagt, alle, und das war eine Initiative aus der Verwaltung heraus, wo, denke ich, auch alle zwar kritisch, aber das ist immer gut, aber sehr konstruktiv mitgearbeitet haben, dieses Amt am 01.01.2022 an den Start gebracht haben, dort große Hoffnungen auch damit verbunden sind, dass zwei Fachkonzepte, rechtlich ungeduldig erwartet, zwei Fachkonzepte erfolgen werden, was die Beschleunigung, die eigentliche Beschleunigung des Schulbaus angeht, wo auch der Stadtrat gefordert sein wird, weil wir dort bestimmte Beschlusslagen herbeiführen müssen und gleichzeitig auch ein IT-Fachkonzept geschrieben wird, wo Themen, die Herr Haase gerade angesprochen hat, auch noch einmal näher definiert werden. Drei Herausforderungen sehe ich für die Schulen in der Zukunft, weil das ja auch ein Thema war. Das einmal, wie baue ich die Schulen heute, mit den Stichworten Reaktionen auf die Klimaveränderungen, Verfügbarkeit von Baustoffen im Sinne von innovative Baustoffe, aber auch, wie wir es jetzt leider erleben müssen, sind sie überhaupt lieferbar. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, auch als Schulträger nicht vergessen, welche pädagogischen Anforderungen gibt es für moderne Schule, auf die wir auch reagieren werden. Zweite große Herausforderung sind die Investitionsbedarfe. Und es wurde ja oft schon eine Zahl kommuniziert für 25. Wir haben noch mal im Amt für Schulen gerechnet, dass auch mit der Kämmerei, ohne jetzt von wegzunehmen, dass die Kämmerei dort auf jeden Fall Ja sagen wird. Aber wir haben ausgerechnet, bis 2027, wenn wir jede Schule so anfassen wollen und herrichten wollen, wie sich das alle verdient haben und wie wir es uns vorstellen, haben wir einen Investitionsbedarf von 1 Milliarde Euro. Das ist also eine gigantische Aufgabe, die sicherlich auch Niederschlag finden wird, dass der Schulhausbau wieder eine wichtige Rolle in den nächsten Haushaltsberatungen spielen wird, es aber auch erfordert. Und deswegen schließe ich damit, Sie alle noch mal einzuladen, dieses Vorhaben verwaltungsintern, aber auch dann im Stadtrat zu unterstützen, um dann vielleicht in 1, 2, 3, 4 Jahren wieder sagen zu können, wir sind ein ganz großes Stück vorangekommen. Dankeschön. Soweit die Verwaltung zum Abschluss der Aktuellen Stunde. Wir kommen zur zweiten Aktion.